Kölner sind auf dem Weg zu einer Podiumsdiskussion. Das Thema: betriebliches Gesundheitsmanagement. Man hat Mitarbeiter und guckt, dass die auch irgendwie sich gesund ernähren, gesund bleiben. Grundsätzlich auch mal andere Meinungen hören und mal schauen, wie so andere Menschen das sehen und wie da so der Stand auch unter den Unternehmern ist einfach. Ich suche immer nach neuen Perspektiven, also die Dinge mal anders sehen. Nichts bleibt ja so, wie es ist. Man sollte diese wunderbare Organisation, diesen Wirtschaftsdialog unterstützen. Und wir erfahren manchmal immer wieder neue Dinge und es ist doch sehr interessant und amüsant zugleich. Eine stilvolle Anreise auf dem Wörthersee in Kärnten. Am Steg des Casinos in Velden geht es wieder an Land. Es ist der Tagungsort für den 6. Köln-Kärntner Wirtschaftsdialog, zu dem viel Prominenz aus Industrie und Politik angereist ist. Organisiert hat diesen Dialog Christian Kerner vom Wirtschaftsclub Köln mit beachtlicher Resonanz. Es kommen so viele, weil das Thema interessant ist, weil hier ein Netzwerk entsteht, weil die Leute sich gut vernetzen, Österreicher und Kölner Unternehmer, weil es ein Treffen ist, um genau diese Vernetzung nach vorne zu bringen. Also wir sind jetzt das dritte Mal dabei bei diesem Dialog und das sind immer wieder interessante Themen. Und die Gesundheit betrifft natürlich jeden. Das ist auch dieses aus Kleinbetrieb, was wir sind. Wir sind eine kleine Glaserei hier in Kärnten. Und auch einmal diesen Blick in die andere Richtung zu sehen und auch zu hören, viele Diskussionen, ob jetzt der Peter Stöger das war, der einfach gezeigt hat, wie man Betrieb leitet oder das ist, macht immer wieder spannend, auch für einen Kleinbetrieb. Herzlich willkommen. Das ist schon der 6. Wirtschaftsdialog. Schön, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns, dass wir geklappt hat, Kölner und Kärntner Unternehmer zusammenzubringen. Dass auch kleine binationale Initiativen nicht zu unterschätzen sind, unterstreicht der Kölner Bürgermeister Hans-Werner Bartsch. Und wir haben festgestellt, dass Europa nur dann funktionieren kann, wenn eben in den kleinen Bereichen Europa funktioniert. Und das heißt eben, wenn Köln mit Kärnten spricht, wenn Kärnten mit Köln Verbindung aufnimmt und wenn diese Verbindung dann zu freundschaftlichen Verbindungen werden. Mehr noch. Der Präsident der Industriellen Vereinigung Kärnten, Christoph Kulterer, betont nicht nur den innovativen Standort Kärnten, sondern auch, dass es durch den Wirtschaftsdialog zu ganz konkreten Geschäftsabschlüssen gekommen ist, auch mit Unterstützung der Kölner Wirtschaftsförderung. Es sind Riesenschritte in der Selbstverständlichkeit von einem Verständnis, wie wir ein Europa bauen wollen, wie wir unternehmerische Zusammenarbeit pflegen wollen. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Kärnten, ein Bundesland mit viel Potenzial. Nach dem offiziellen Teil geht's jetzt zum eigentlichen Thema. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielleicht mal von der Ausgangsstellung. Was bedeutet das? Genau darüber wollen die Podiumsteilnehmer in den nächsten 1,5 Stunden informieren. Mit provokanten Thesen. Ja, sitzen ist das neue Rauchen. Das ist halt, wir wollen, ist ein bisschen sehr reißerisch, plakativ, aber ich glaube, es kommt rüber. Wenn wir uns nicht bewegen, dann verkümmert es da oben. Die Arbeitgeber erkennen immer mehr, dass Gesundheit ein Megatrend ist und dass extrem, dass Gesundheit oder der Mangel an Gesundheit einfach extrem viele Kosten verursacht. Nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch direkt in den Unternehmen selber. Bei uns ist es so, dass bekannte Firmen wie IKEA, Deutsche Bahn, Metro, auch die IHK Köln ihre Manager zu uns schicken in die Praxis. Warum machen die das? Erstens ist das eine Art Entscheidung für den Mitarbeiter natürlich. Er geht mit gutem Beispiel voran. Er lernt auf verschiedenen Ebenen, körperliche Ebene, psychische Ebene, wo könnte Gefahr lauern, Burnout zum Beispiel. Und was wir dann machen ist, wir geben der Firma ein Feedback. Das ist aber kein Feedback auf personaler Ebene runtergebrochen, dass man so sagt, der Herr Müller hat übrigens Blutdruck und er ist kurz vor dem Burnout, sondern ein statistisches Feedback. Dann geben wir das anonymisiert zurück an die Deutsche Bank und die kann sich dann natürlich überlegen, mache ich da was? Da scheint was zu sein. Ne? Sie nicken, das ist ja wichtige Information. Oder lasse ich das einfach so? Aber natürlich machen die meisten. Aber gewachsen ist das aus dem Arbeitsschutz heraus, dass man also früher geguckt hat, naja, dass sich die Menschen wenigstens nicht verletzen bei der Arbeit. Aber inzwischen ist das wesentlich prophylaktischer unterwegs, dass man guckt, na, wie halte ich die Leute gesund in puncto Bewegung, in puncto richtiger Ernährung, auch in puncto Burnout. Was ist der Zweck eigentlich, der dahinter steht? Der Zweck ist sicherlich von der Sicht des Unternehmens her, als attraktiver Arbeitgeber auch dazustehen. Das ist klar, das ist auch ein legitimes Ziel, finde ich, weil die Firma zahlt den Check-up, nicht irgendeine Krankenversicherung. Das ist ein
schönes Add-on, was die Manager gerne entgegennehmen. Genau. Und natürlich aus Sicht des Managers, der will wissen, wo er steht. Und der will tatsächlich auch, die meisten jedenfalls, mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist immens wichtig, wenn man in der Firma was erreichen will. Da müssen die, die was zu sagen haben, auch wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Wir kennen das aus der Erziehung, was die Eltern vorleben, was die machen, das übernehmen die Kinder auch leicht. Und so ist das im Unternehmen eigentlich auch. Wenn der Chef ständig übergewichtig und ohne Sport rumlaufen würde, aber trotzdem den anderen immer erzählt, wie sie es richtig machen, ist das unglaubwürdig. Aber wenn der Chef mit gutem Beispiel vorangeht, dann läuft's. Thema ist immer Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter. Es gibt aber einige Ansätze, die sagen, ja klar, das ist es, aber um aber auch die Auslastung des Mitarbeiters und die Belastbarkeit des Mitarbeiters im Sinne des Unternehmens zu erhöhen, wir stellen ja keinen so Selbstzweck ein. Aber ist es das auch? Ist sicher ein Mitziel, aber nicht das Hauptziel. Natürlich wünscht sich ein Unternehmen leistungsfähige Mitarbeiter, und zwar in jeder Phase der Arbeitswelt. Aber man muss schon unterscheiden, was ist wirklich der Hauptzweck. Und der Hauptzweck wurde ja vom Kollegen auch schon rausgestrichen, ist sicher, dass der Mitarbeiter gesund zur Arbeit kommt, wieder gesund von der Arbeit weggeht, das ist Thema Sicherheit auch mit drinnen und die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Wir ernten erst einmal das Commitment der Mitarbeiter, dass sich der Arbeitgeber auch rundherum um den Menschen selbst Sorgen und Gedanken macht. Und dass natürlich die Leistungsfähigkeit erhöht wird und auch die Gesundheit, in dem Fall die Krankenstandstage, sinken. Jeder ist gefordert und kann dazu beitragen. Stichwort Rauchen. Bei Infineon kein Thema mehr. Was ist daraus geworden? Infineon ist der erste zertifizierte rauchfreie Betrieb in Silber von der Ärztekammer verliehen. Wenn ich Raucher bin, hör auf damit. Das ist und bleibt der größte beeinflussbare Risikofaktor. Werden Sie lieber 10 Kilo schwerer, aber hören Sie mit der Qualmerei auf. Mit dem Rauchen aufhören, das sagt sich so leicht. Einfach erscheint da schon die Änderung der Ernährungsgewohnheiten. Der nächste Schwerpunkt. Ein schnitzelfreier Tag vielleicht in der Kantine. Anreize schaffen für gesunde Ernährung. Die zweite Säule innerhalb des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo man bis ins Detail nach Lösungen sucht. Wie können wir die Ernährung in der Schicht verbessern, speziell für Schichtarbeiter, Nachtschicht, dass die einfach, da ist es besonders wichtig, so zwischen 22 und 24 Uhr kriegen die ein besonderes Nachtschichtmenü, dass sie auch etwas Warmes bekommen, energiereiches, aber trotzdem leicht verdauliches, ja, nicht das Leberkassemmel zum Beispiel, auch wenn es noch so gut ist. Gesund und trotzdem lecker, das ist das Ziel. Für die Diskussionsrunde hat Christian Kerner noch einen besonderen Gast eingeladen. Nicht aus der Industrie, sondern aus dem Sport. Es ist die amtierende Boxweltmeisterin Nicole Wesner. Sie berät Unternehmen und macht dabei so ihre eigenen Beobachtungen. Also es fängt an, der Mitarbeiter kann abends nicht einschlafen, trinkt eine halbe Flasche bis eine Flasche Rotwein, weil er einfach nicht abschalten kann. Viele Leute haben Schlafprobleme. Das ist ein Thema, was in Unternehmen überhaupt nicht adressiert wird. Mich hat es ganz stark betroffen, weil wenn ich abends nicht schlafen konnte, dann wusste ich, mein Training wird am nächsten Tag nicht das gleiche sein. Aber genauso ist es ja auch für einen Mitarbeiter, ja, der bringt nicht die gleiche Leistung. Ich denke, die körperliche und geistige Gesundheit, das muss im Leitbild eines Unternehmens sein. Also wie kann ich durch meine Ernährung zu mehr Vitalität im Alltag kommen oder auch besser schlafen? Also ich glaube, das sind Veranstaltungen, die wirklich gut besucht werden. Ja? Also, ich glaube sogar, man könnte noch weitergehen und wirklich auch Kochkurse anbieten. Wir machen das bei unseren Patienten, ne? Tatsächlich in so einer Lehrküche, und das wird extrem gut angenommen. Die wollen wissen, wie kann ich in 10 Minuten, für eine Stunde was Gesundes, Leckeres zaubern. Viele wissen das gar nicht. Großes Unternehmen kann das steuern von oben heraus oder vielleicht auch aus der Mitte heraus. Aber ein kleines Unternehmen, da kann man nicht dem Handwerker sagen, der gerade das Dach deckt, so jetzt machst du eine halbe Stunde hier die Augen zu oder machst Sport und so weiter. Ist schwierig umzusetzen. Da muss man gucken, dass man Anreize schafft, dass der nach dem Dienst vielleicht die Bewegung einbaut oder vor dem Dienst und dass man ihm ja auch ermöglicht, sich gesund zu ernähren. Motivieren, Gewohnheiten verändern, Anreize schaffen, damit immer mehr Arbeitnehmer das Angebot annehmen und umsetzen. So, und als ob es gewusst hätte, dass wir jetzt zu Ende sind mit dem offiziellen, halboffiziellen Teil, darf ich jetzt den Landeshauptmann aus Kärnten, Herr Dr. Peter Kaiser, begrüßen und auch kurz nach vorne rücken. Herr Kaiser.
was tut denn die öffentliche Hand dafür, um ihre Mitarbeiter fit, leistungsfähig und motiviert zu halten? Die wichtigste Ebene, die sich auch im gesamten regionalen Strukturplan Gesundheit generell durchzieht, ist das allererste die Prävention, die Vorbeugung, die Prophylaxe. Das heißt, wir versuchen im Bereich des öffentlichen Dienstes mit körperlicher Fitness, mit besonderen Beratungen, mit Beratungsangeboten und Möglichkeiten, aber auch mit organisierten gemeinsamen Vorgehen, wir haben zwei Pilotabteilungen ausgesucht, hier positiv vorbildhaft zu wirken. Aus Sicht des Arbeitgebers ein gewisser Anteil an Mehrkosten, aber im selben Atemzug haben wir in diesem Bereich bereits beobachtet, dass Krankenstandstage nicht jetzt großartig, aber doch bei knapp einem statistisch zurückgegangen sind. Das heißt, das große Ziel dabei ist es, jetzt volkswirtschaftlich gedacht oder als Betrieb volkswirtschaftlich gedacht, dass wir mit dem etwas mehr an Zeit, an Aufwand, an finanziellen Mitteln als auch dafür abgestellten Bediensteten und medizinischen Beratungsbereichen das, was wir an Mehrkosten haben, mehr als kompensieren über das, was wir an Krankenstandstagen und anderen Verlustigkeiten verlieren. Und wie ist das bei den Kölnern angekommen? Ich nehme für mich selber mit, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr darauf achte. Ich achte schon auf einige Dinge, aber gerade wenn man das von einem Doktor hört, wie dem Dr. Kurscheid oder auch von der Nicole Wessner, was dann doch Dinge sind, die man eigentlich nicht machen sollte, die einen auch in der Arbeitskraft beeinträchtigen, dann denkt man schon auch persönlich nochmal drüber nach und auch fürs Unternehmen drüber nach, ob man da einfach noch ein paar Stellschrauben justieren kann, die einem ja selber gut tun. Also es ist ja alles kein Zwang, der einem wehtut, sondern ein Zwang, der einem gut tut. Von daher, glaube ich, hat jeder hier auch persönlich nochmal so zwei, drei Kleinigkeiten mitgenommen, die er vielleicht auch nach der Reise selber umsetzt. Ich bin überrascht oder habe auch dazugelernt, wie wichtig Ernährung zum Beispiel auch für den Schlaf ist. Schlaf, guter Schlaf ist ja auch eine Grundvoraussetzung, um am nächsten Tag hochproduktiv zu sein. Ich nehme mit, dass wir alle in der Pflicht stehen, im Hinblick auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter, sofern wir das noch nicht getan haben, noch intensiver umzudenken, zu überlegen, wie können wir die Gesunderhaltung arbeitgeberseitig unterstützen und fördern. Auf der anderen Seite finde ich diesen Austausch besonders wichtig, ja, dass wir einfach mal hören, was macht man in Kärnten, was wir in Köln vielleicht aufnehmen können, umsetzen können. Und ich glaube, wir können hier auch eine Menge als Kölner letztendlich für Kärnten geben. Und da war dann noch der Direktor des Casinos, Paul Vogel. Der Bürgermeister Bartsch ein Roulette-Spiel überreicht, an dem nicht nur im Feldener Casino, sondern auch in Köln ganz kölsch gewonnen werden kann. Viel Applaus gibt es für den Organisator des Kärntner Abends, Jürgen Schwarz, der eine Überraschung bereithält. Zum 10-Jährigen der Kölner Abend nicht 4 Tage dauern, sondern 5 Tage. Im Anschluss bleibt Gelegenheit zu Netzwerken, sich auszutauschen, Kontakte knüpfen, pflegen und ausbauen, damit die Zusammenarbeit weiter wachsen kann.